Herzlich willkommen zum Brühan Spotlight. Mein Name ist Sabine Meister. Ich bin als Sammlungskuratorin für die Provenienzforschung zuständig. Provenienzforschung bedeutet, dass man die Herkunft der Werke untersucht. Und zwar vom Beginn, wo das Werk das Atelier oder die Werkstatt des Künstlers verlassen hat. Und man stellt die Frage, wer hat das Werk wann besessen? Es wird untersucht, ob das Werk während der Zeit des Nationalsozialismus unrechtmäßig entzogen wurde oder geraubt wurde. Und die gleiche Frage bei einigen wenigen Werken betrifft auch die DDR. Das Ziel ist es, bei dieser Forschung vergangenes Unrecht aufzuarbeiten und zu erforschen. Und in dem Fall, dass man feststellt, dass ein Werk unrechtmäßig entzogen wurde, ist das Ziel, dass man die Nachfahren ausfindig macht und das Werk zurückgibt. Das ist dann die sogenannte Restitution. Derzeit erforschen wir die Kunstsammlung und wir haben eine Ersteinschätzung vorgenommen. Das bedeutet, wie viele Werke sind unbedenklich und nicht verdächtig, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit oder sicher komplett erforscht und haben keinen Verdachtsmoment. Das sind nur sehr wenige, ungefähr zwischen 5 und 10 Objekten, bei denen wir das zurzeit klar sagen können. Dann gibt es die Werke mit einem Verdachtsmoment. Das ist die überwiegende Mehrzahl der Werke und das betrifft vor allem die nicht geschlossenen sogenannten Provenienzketten. Das heißt, man weiß einfach noch nicht, wann das Werk wo sich befunden hat, in welchem Besitz. Da gibt es große Lücken und das muss erforscht werden. Und die dritte Kategorie, das sind die sogenannten rot markierten Werke. Da ist ein verfolgungsbedingter, unrechtmäßiger Entzug sehr wahrscheinlich. Und ich habe aus dieser letzten Kategorie dieses Werk hier ausgesucht von Hans Baluschek. Das ist das Eisenwalzwerk, das ist 1910 entstanden. Bezieht sich auf das berühmte Werk von Adolf von Menzel von 1875. Und Baluschek hat das mit 40 Jahren gemalt, das war ein Auftragswerk, das war bei ihm eher die Ausnahme, und zwar von Heinrich Eisner. Heinrich Eisner war Kaufmann und Fabrikbesitzer, Mitteilhaber der Hahnschen Werke. Das ist hier dargestellt, das Eisenwalzwerk der Hahnschen Werke bei Duisburg. Und dass dieses Werk ein Auftragswerk war, wissen wir nur aufgrund der Briefe, die Baluschek an seine Frau geschrieben hat. Und zwar täglich aus der Fabrik hat er von seiner Arbeit berichtet, von dem Lärm und dass er abends vollkommen verdreckt in seine Unterkunft kam. Wir wissen auch, dass die beiden Teilhaber, Alfred Hahn und eben Heinrich Eisner, ihn abends zur Oper oder zum Essen einluden. Und wir wissen, dass er versucht hat, im Takt der Maschine, also nach den Drehgeräuschen, immer wieder genau alle 3 Sekunden das gleiche Motiv zu finden. Er hat mehrere Werke gemalt in dieser Zeit. Dieses gehört hier dem Brühan Museum. Es gibt noch Studien und Zeichnungen und manche heißen Stahlwalzwerk oder auch Eisenwalzwerk. Dieses Werk hat Heinrich Eisner gehört. Er hat das zu seinem 60. Geburtstag in Auftrag gegeben. Und 2 Jahre danach, 1912, war es in Essen zu sehen auf einer Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum von der Firma Krupp. Das ist deshalb wichtig, weil das der einzige Nachweis ist, den wir haben, dass dieses Werk Heinrich Eisner gehört hat. Das steht nämlich im Katalog, allerdings leider ohne Abbildung. Das heißt, dass wir noch nicht mit Sicherheit sagen können, ob genau dieses Bild der Familie Eisner gehört hat. Die Familie, das war eine jüdische Familie, die musste fliehen, ist 1938 nach London und Teile in die USA geflohen. Wir haben auch Kontakt zu der Familie, aber die haben keine Unterlagen mehr aufgrund der Fluchtsituation. Und 1938 wurden die Hahnschen Werke arisiert. Und das ist eben die Kernfrage, war dieses Bild, wenn es das Werk ist, das Heinrich Eisner wirklich gehört hat, befand sich das damals in der Firma? Wurde arisiert und das heißt also enteignet und hat der Familie ab da nicht mehr gehört. Wir haben noch viele Fragen offen. Sehr wahrscheinlich ist die Geschichte so, wie ich sie jetzt hier dargestellt habe und vermute, aber wir brauchen Belege und zu diesem Zweck forsche ich, was zurzeit wegen Corona sehr schwierig ist, aber wir bleiben dran und man kann auch sehr viel Internetforschung machen. Und es wird sich dann zeigen, wie der Weg dieses Werkes ausgesehen hat.
Zum Schluss möchte ich sagen, dass diese Darstellung des Eisenwalzwerkes mit der tiefen Räumlichkeit in die Fabrik hinein, mit den verschiedenen Blautönen, was den Dampf angeht oder hier den Schatten der Arbeiter, ein ganz besonderes Werk ist. Es hat eine sehr hohe Qualität und im Unterschied zu Menzels Eisenwalzwerk sehen wir hier nur noch ganz wenige Arbeiter, die die Maschinen steuern, aber nicht mehr selbst arbeiten. Vielen Dank.